Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und ein herzliches Willkommen zur Besprechung der Handelsideen heute im britischen Pfund, Schweizer Franken, Australdollar, japanischer Yen und Schweizer Franken, japanischer Yen. Das die Charts für den heutigen Tag. An dieser Stelle eines auch sehr wichtig, der Risikohinweis, den bitte ich hier an dieser Stelle auch in Gänze mit zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Weil wir das hier im Bild heute nicht vollständig sehen kann, lese ich das Ganze hier mal noch im Kompletten vor, dass alles im entsprechenden Radius hier mit vorgelesen werden. Das heißt, Tickmill bietet keine Finanzberatung an und die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet, jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Tickmill noch der Moderator die Haftung übernimmt. 81% der Kunden von Privatanlegern verdienen bzw. verlieren Geld. 81% der Kunden von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei Tickmill UK Limited. Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen und Ihr Geld zu verlieren. Im Zweifelsfall lassen Sie sich bitte von einem unabhängigen Finanzberater informieren. Das heute mal als Vorleseversion, weil Sie sehen im Video die Aufzeichnung hier auf Facebook, konnte das nicht gesamt darstellen. Was gibt es heute an wichtigen Tagesnachrichten? Wir haben heute etwas mehr auf der Uhr wie gestern. Wir bekommen hier mit den höchsten Rängen sozusagen um 10 Uhr eine Rede von der Premierministerin May. Die spricht heute. Möglicherweise wird der Brexit etwas vertagt. Es gibt ein bisschen mehr Zeit. Mal sehen, was hier heute kommt. Um 11 Uhr gibt es dann auch aus Großbritannien die Anhörung zum Inflationsbericht. Um 14.30 Uhr erfahren wir die Neuigkeiten zu den US-Baugenehmigungen. Um 16 Uhr gibt es dann das Conference Board Verbrauchervertrauen. Und auch um 16 Uhr nimmt FED-Vorsitzender Powell Stellung. Was gibt es noch? Wir bekommen hier aus Deutschland den GfK-Konsumklimaindex. Ich konnte jetzt aus technischen Gründen leider nicht die aktuellen Zahlen raussuchen. Um 8 Uhr kamen die Meldungen raus. Wir hatten eine Prognose von 10,8. Wie schon gesagt, aus technischen Gründen konnte ich hier heute noch nicht die aktuellen Zahlen liefern. Das bitte ich jeden selbst auch dann einfach mal kurz auf die Nachrichtenseiten zu checken. Was haben wir noch? Wir bekommen um 14.30 Uhr aus den USA die Baugenehmigung für den Monat Dezember. Es gibt um 14.30 Uhr ebenfalls die Wohnbaubeginne aus den USA. Und um 15.30 Uhr deutscher Zeit spricht EZB-Mitglied Mersch. Und um 22.30 Uhr gibt es ein bisschen was vom API-Rohöllagerbestand. Aber die wichtigen Rohöldaten, die gibt es dann morgen wieder um 16.30 Uhr, sofern der Zeitplan eingehalten wird. Das also hier an dieser Stelle. Dann blicken wir mal direkt rein in die Charts. Ich rufe wieder auf hier unseren Trading Desk von Tickmill im MetaTrader 4 mit dem Add-on, dem Stereo Trader. Wir sehen jetzt hier aktuell, ich hoffe, das Bild wackelt nicht zu doll, wir sehen jetzt hier aktuell mal den Chart vom britischen Pfund, Schweizer Franken. Wir sehen, was hier gerade läuft. Das ist einfach sehr, sehr schön, ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Ich hatte das auch in der kleinen Einleitung zum Stream hier geschrieben heute Morgen. Das britische Pfund macht sich auf. Die Bullen sind hier wirklich sehr, sehr aktiv. Wir hatten hier die letzten Tage etwas Konsolidierung unter der Marke von 1,31004. Aber die Konsolidierung fand ihr jähes Ende. Wir haben das hier gesehen. Am Freitag gab es schon die erste Umkehrkerze. Gestern tingelte der Markt noch so ein bisschen unter dieser Marke rum. Aber wir sehen, der Markt will jetzt einfach hoch mit Krawall, kann man sozusagen sagen. Nächster Anlaufpunkt ist dann jetzt hier die Marke von der 1,31720. Wenn wir das mal kurz etwas kleiner zoomen, dann sehen wir, dass hier nicht in weiter Entfernung dann schon der nächste Anlaufpunkt zur Oberseite liegt. Das zeige ich ganz kurz mal hier. Auch ein Bereich, der doch durchaus hier für, sage ich mal, Betrachtung oder Beachtung vom Markt mit dienen kann. Das heißt, wenn wir mal hier daneben einfach schauen, das ist hier oben der Bereich um diese Hochs hier oben bei, ja, über den Daumen etwas über 1,32,6. Das ist das Potenzial, was wir nach oben haben, wenn wir hier über diese wichtige Marke von 1,31,720
drüber laufen. Das also zur Oberseite hin. Wie schon gesagt, dieser grün gebildete Aufwärtstrend ist mittlerweile fortgesetzt. Der kam ja schön aus einer tiefen Korrektur heraus. Und wir sehen hier jetzt aktuell wirklich Stärke am Markt. Und wie schon gesagt, wenn sich diese nach oben hin fortsetzt, haben wir die Marken nach oben hin liegen. Ansonsten zur Unterseite hin, wenn es in korrektive Phasen eingehen sollte, das heißt der Markt hier etwas nach unten läuft, weil er hier oben abprallt, dann haben wir hier selbstredend erst einmal im Kleinen als Support dann dieses Ausbruchslevel hier über diesen kleinen, sage ich mal, Korrekturbereich bei 103 Punkt, wo haben wir es gegeben? Ich habe gerade die Information bekommen, das Video wurde kurz unterbrochen. Sei es drum, wir machen hier einfach weiter. Wir haben hier den Schwung oben drüber gehabt und damit konnten wir hier sozusagen den Markt direkt weiter laufen lassen. Mit Blick nach unten, wenn es zur korrektiven Phase kommt und die Kurse gehen unter die 100, unter die 1,31004 drunter, dann haben wir hier selbstredend erst einmal mit Blick in den kurzfristigen Bereich. Die Tagestiefs liegen hier, das Tagestief von gestern um die Marke von 130,427. Dann haben wir noch das Vortagestief bei 129,966 und dann kann der Markt natürlich noch deutlich runtergehen hier in die korrektive Phase rein. Die letzte Korrektur lief ja auch sehr tief. Wir haben das aktuelle Trendtief hier unten um die Marke von 128,538. Stellt sich an der Stelle jetzt die Frage, wie tradet man das Ganze hier aus technischer Sicht? Da kann man sich gut und gerne noch den Stundenchart zur Hilfe nehmen. Wir sehen hier im Stundenchart auch immer mal schön Korrekturen laufen, die dann wieder hochgekauft wird. Das nutzt man dann natürlich selbstredend, um zu prüfen, wo der Markt hier steht und wo er hingeht, beziehungsweise ob Stärke dabei bleibt oder Schwäche reinkommt. Das sehen wir dann hier oben in diesem Bereich, wenn wir hier oben in diesen Widerstand reinlaufen. Wir bekommen hier Schwäche, der Aufwärtstrend bricht. Dann ist das eher ein Zeichen, dass wir uns nach unten orientieren sollten. Ansonsten hier gut und gerne die Oberseite entsprechend zu sehen und das Ganze hier nach unten hin auf dem Schirm zu haben. Das also zum Währungspaar britischer Pfund, Schweizer Franken. Da würde ich gerne noch in den Schweizer Franken, Japan Yen hier gleich noch reinblicken. Auch das erst einmal wichtig mit Blick in den Tageschart, weil da sehen wir momentan eine Situation, wo wir hier seit einigen, ja, also gut zwei Handelswochen oder fast drei Handelswochen, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, wie viele Kerzen es sind, aber wir sind hier unten von der 108,712 mittlerweile deutlich nach oben gelaufen und es scheint fast so, also auf alle Fälle ist mal dieser Abwärtsschub hier weggenommen, weil er rausgebrochen wurde. Es scheint fast so, als wenn der Markt hier am Arbeiten ist, dass er oben drüber rausgeht, aber die Entscheidung ist hier noch nicht getroffen. Das heißt, hier gibt es wieder zwei Dinge zum Sehen. Zum einen natürlich, was passiert, wenn der Markt nach oben drüber läuft? Wir haben hier zwei Tageshochs liegen, 111,181, beziehungsweise hier das Top von dieser initialen Bewegung, von diesem Tief bei 105,986 nach oben hin. Da müssen wir natürlich drüber. Und wenn wir über die 111,304 drüber laufen, dann haben wir hier selbstredend auf Tagesbasis einen Aufwärtstrend gebildet, der dann das Potenzial hat, auch höher zu laufen. Das heißt, mittelfristig können wir dann in die Planung reingehen, dass wir mal schauen, was macht der Markt hier oben Richtung dieses Widerstands bei 112,734. Das ist hier die Marke nach oben. Kommt es allerdings zum Abprall. Wir haben es ja gesehen, der Markt lief jetzt einige Tage seitwärts. Gestern hat er mal drüber geschnuppert. Heute geht er wieder etwas nach unten. Geht also wieder in diese Range auch mit hinein. Was haben wir nach unten? Wir haben nach unten auf alle Fälle hier die Marke, diese obere Range-Begrenzung, das habe ich hier in grau markiert. Ich mache das mal kurz etwas größer, da sehen wir es wahrscheinlich auch etwas besser. Das heißt, das Ganze hier in grau markiert, das war die Range, wo er Tage bzw. wochenlang hin und her gependelt ist. Wenn es jetzt nach unten geht, wird es dann interessant, was passiert an der Range? Prallt er nach oben hin ab? Das wäre dann das bullische Zeichen. Geht er wieder rein in die Range? Das wäre dann eher damit zu sehen, dass man wieder hier oben die Luft zu dünn gewesen ist und wir etwas tiefer durchatmen müssen. Was haben wir dann als Anlaufpunkte? Sicherlich hier unten erst einmal das Tagestief um die 110,342, beziehungsweise dann müssten wir hier Richtung Mitte blicken, die Mitte irgendwo um die 109,874, beziehungsweise haben wir dann hier noch die Unterseite dieser Range bei 109,400 und dann natürlich das aktuelle Tief in dieser Gegenbewegung hier. In diesem Schub wieder zurück nach dieser initialen Aufholjagd auf die 108,712, das Ganze als Support hier unten drunter. Das müssen wir einfach abwarten, aber auch hier aus aktueller Sicht hilft der Blick in die kleineren Zeiteinheiten rein, weil da sehen wir sehr, sehr schön, was hier gerade läuft und da sehen wir halt hier das Ganze, dass der Markt doch eher noch nach oben gerichtet ist. Ich zeichne das mal eben an dieser Stelle ein, das heißt, wir hatten jetzt hier die korrektive Phase nach unten. Na, ich vermute, die Linie kann man schlecht sehen, ich mache das farbig mal
etwas anders. Machen wir mal eine gerade dickere Linie, dass wir sehen können. Das heißt, wir hatten ja hier unten entsprechend im Markt zu sehen die Gegenbewegung. Dann hatten wir hier den Schub nach oben, der sich jetzt über diesem Hoch der Range etabliert. Und jetzt sehen wir hier einfach ein Stück weit Korrektur. Und wenn das Ganze dann irgendwo rumdreht und weiter nach oben läuft, das wäre dann das Zeichen. Jetzt geht es weiter hoch. Jetzt haben wir die Chancen, die Oberseite auch anzutesten. Ansonsten müssen wir einfach damit rechnen, wenn das Ganze wirklich unten drunter fällt, dann wird hier selbstredend dieser Aufwärtstrend gebrochen, der jetzt hier aktuell auch am Laufen ist. Und das wäre dann die Situation, dass wir eher wieder uns auf die Richtung nach unten orientieren müssen. Und das sehen wir dann selbstredend in dem Trend, den wir in der Stunde hier sehen. Also hier ist alles noch im, sage ich mal, oberen Bereich, also im grünen Bereich nach oben hin zu sehen. Wer das Ganze hier auch traden möchte, diesen Aufwärtstrend nach oben hin weiter traden möchte, der kann beispielsweise auch einfach in die Stunde hineinschauen und wenn er in die 5 Minuten beispielsweise reinschauen, da sehen wir ja sehr, sehr schön den Trendverlauf der korrektiven Phase momentan. Und wenn das Ganze dann wieder umkehrt nach oben, dann wäre hier die Situation gegeben, dass die 5 Minuten aufwärts gerichtet sind in die aufwärts gerichtete Stunde. Dann hätten wir 2 gleichlaufende Zeiteinheiten. Gut, das also hier zum Währungspaar Schweizer Franken, japanisches Yen. Und dann schauen wir, wie ich das vorhin avisiert habe, auch gleich nochmal in den Australdollar, japanischen Yen hinein. Hier auch wieder im Tageschart und hier sehr, sehr interessant, was momentan läuft. Wir haben ja auch hier die Situation gehabt, dass wir im Januar diesen Spike nach unten gehabt haben, der dann hier oben nach oben gelaufen ist, sehr, sehr schön hochgekommen ist, dann korrigiert hat und dann den Aufwärtstrend gemacht hat. Und auch hier sehen wir momentan ein Bild, wo wir einen Aufwärtstrend haben, der aus seinem Korrekturbewegen weit nach oben gelaufen ist. Und hier oben an dieser Stelle, da kommt es jetzt wirklich darauf an, wie geht es hier weiter? Sehen wir hier oben die Bildung eines Doppeltops? Das können wir uns dann gleich mal in der Stunde anschauen. Oder aber sehen wir hier oben nur ein kurzes Durchatmen, sozusagen wie so eine Art Kontraktionsmuster, das sich hier oben aufbaut, das sich hier um diesen Widerstand, um das aktuelle Trendhoch bei 79.840 aufbaut und dann mit sage ich mal, Schmackes nach oben geht, dann hätten wir eine Chance, ein positives Szenario zu gestalten. Anlaufpunkte wären hier dann mittelfristig selbstredend der nächste Widerstand um die 82.206. Elena, ich sehe, du schaust auch auf Facebook zu. Ganz lieben Dank dafür. Einen schönen guten Morgen. Wir sind heute etwas früher dran aufgrund der technischen Gegebenheiten hier. Ich hoffe, nicht zu viele sind dann negativ, sage ich mal, überrascht, sondern sagen sich, okay, sowas kann passieren. Das hat man nicht in der Hand. Zurück zu den Charts hier. Wir sehen also jetzt mal den Australdollar, japanischen Yen. Den gucken wir uns auch gleich nochmal in der Stunde an, damit wir hier auf das mögliche Doppeltop auch eingehen können. Was sehen wir hin? Wenn wir hier oben ein Doppeltop bekommen, dann müssen wir natürlich schauen, wo kann es nach unten hingehen. Da haben wir selbstredend erst einmal ein paar Tagestiefs unter uns liegen. Das wäre einmal das Tagestief von gestern bei 78.886 beziehungsweise hier unten das Tagestief oder die beiden Tagestiefs hier um über den Daumen die Marke von 78.316. Das ist mal so grob. Die liegen sehr, sehr eng aneinander. Und dann haben wir hier unten selbstredend auch den Supportbereich um die 77.453. Das ist ja der Bereich, der hier drüben Vortrendentstehung schon mal getragen hat und dann hier innerhalb der Korrektur ebenfalls einen tragfähigen Boden auch ausgemacht hat, der das Ganze wieder mit nach oben gebracht hat. Das schauen wir uns jetzt nochmal in dem Stundenchart an für das kurzfristige Trading, weil das ist ja das, was dann wirklich interessant ist, was dann Spaß macht. Und hier sehen wir das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Doppeltop. Wir haben hier oben, hier haben wir jetzt die Situation gegeben. Ich markiere das gleich mal kurz. Wir haben hier ein Hoch und dann haben wir hier daneben auch ein Hoch und das zweite Hoch ist etwas tiefer sogar noch angerichtet. Heißt also hier an dieser Stelle, es könnte unter Umständen dazu sein, dass wir tatsächlich einen Doppeltop bekommen und das würde dann selbstredend eher den Weg nach unten beschreiten. Wenn wir uns das mal angucken hier, es sind extrem weite Schwünge, die hier auch gelaufen sind. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier diesen Trend, wenn man den großen Trendverlauf, den man hier in der Stunde erkennen kann, man sieht, da ging es halt hier einfach stark nach oben. Dann ging es wieder in eine tiefe Korrektur rein, die man schön traden konnte. Und dann gab es auch hier so dieses Gezacke, bevor der Markt nach oben gelaufen ist. Möglicherweise sehen wir ja hier drüben das Gleiche auch. Und als er sich dann entschieden hat, hochzulaufen, dann hat er natürlich das gemacht. Und im Nachgang, wir sehen es ja selber, gab es auch hier die tiefe Korrektur. Und das ist das, was dieser Markt momentan auch macht. Er hat weite, weite Ausläufe. Das heißt, bis so ein großer Trend gebrochen ist, ist natürlich viel, viel weg. Aber die kurzfristigen Trader können sich dann daran natürlich auch orientieren. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, diese Schwünge nach unten, die sehen wir ja auch in den kleineren Zeiteinheiten.
Und da sehen wir eins ganz, ganz klar und ganz, ganz deutlich, dass dieser Trend, der hier nach oben gelaufen ist, ja, auch eine sehr, sehr weite Bewegung hat und das Ganze hier weit in die tiefe Korrektur reinläuft. Und da haben wir halt hier unten den Trendbruch hier am Tief. Ich klemme da mal ganz kurz noch die Marke dran, das Preisschild. Hier unten, da ist das aktuelle Korrekturtief dieser letzten Bewegung nach oben, beziehungsweise hier, da ist der Trend, hier ist die Korrekturbewegung, Korrektur und hier die weite, weite Bewegung. Und das korrigiert jetzt gerade. Und hier kommt es halt zur Entscheidung unten bei der 78.911. Wenn wir vorher drehen und dann nach oben gehen, dann haben wir Chancen, wieder nach oben anzugreifen. Wenn es bricht, wird es tiefer laufen. Also hier auch wieder ein Chart oder beziehungsweise eine Mark, den man ganz gut zum kurzfristigen Traden auch mit nutzen kann, weil hier relativ nahe Entscheidungsmarken auch im Markt liegen. Gut, liebe Traderinnen und Trader, das von meiner Seite aus heute ein Blick in die Charts. Wie schon gesagt, die technische Situation hat heute mal ein bisschen alternatives Agieren sozusagen von mir gefordert. Ich habe das Ganze auch aufgezeichnet auf meinem PC, werte das Ganze später, wenn das Internet wieder sauber funktioniert. Ich habe momentan das Ganze über meine LTE-Verbindung hochgeladen, werde ich das Ganze später dann auch noch in unseren YouTube-Kanal hineinstellen und dann kann sich jeder das Ganze nochmal sauber und in High Definition sozusagen auch anschauen. Ansonsten geht es morgen früh weiter. Es gibt wieder sag ich mal, vor dem Webinar spätestens 8 Uhr den Blog als Aktualisierung und um 8.30 Uhr sehen wir uns dann hoffentlich wie gewohnt an gleicher Stelle hier wieder. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und allen einen schönen Handelstag. Bis dahin alles Gute, Ihr Mike Seidel. Tschüss.